Moin, ihr Füchse da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu The Legend of Zelda Twilight Princess HD. Wir sind momentan im Seeschrein, haben uns im letzten Part den Fanghaken organisiert und schauen mal jetzt, was wir damit noch alles Lustiges anstellen können. Es gibt auf jeden Fall noch einiges zu tun und langsam verliere ich auch bereits, wie angekündigt, die Orientierung, aber wir kriegen das hin. Ich wüsste nämlich jetzt ganz ehrlich gesagt nicht unbedingt, wo wir als nächstes hin müssen. Oh, was ist scharfe Mascho. Wir können auf jeden Fall jetzt uns selbst als Haken aufspielen. Oh, kommst du mal her? Jetzt gucken wir mal, wo führt denn... Ich muss nochmal auf die Map gucken, warte mal. Karte. Da ist noch ein riesiger Raum, der noch gar nicht auf ist, in die andere Richtung, wo wir auch wieder Wasser herorganisieren können. Karte. Das wäre auch in diese Richtung. Kommen wir da mit unserem Haken weiter, dass man da irgendwie rüberkommt oder so? Nee, da müssen wir, glaube ich... Mit dem Haken kommen wir hier nicht durch. Da müssen wir auf andere Art und Weise das Ding erstmal in Bewegung versetzen. Ja, wir schauen mal. Ich weiß, dass wir unten auf jeden Fall jetzt einmal selber den Hebel spielen können. Ich drehe jetzt nochmal wieder die Geschichte hier. So. Da hilft uns das nicht weiter. Lasst uns noch mal gucken, wo uns dieser Raum noch mal hinführt. Was war dahinter? Bewegt sich da jetzt vielleicht was? Nee. Da bewegt sich auch noch gar nichts. Und da ist auch nichts zum irgendwie hochziehen oder so. Okidoki. Sonst war hier weiter nichts. Nein. Heißt, wir können an dem Ding jetzt mal ziehen. Das ist nämlich jetzt neu. Das konnten wir vorher noch nicht. Hier Hebel spielen. Ah, alles klar. Jetzt haben wir das Wasser umgeleitet. Und jetzt bewegt sich hier hinten natürlich auch was, weil das jetzt hier durchläuft. Ach so. Jetzt seht ihr, dass sich das nämlich hier dreht. Und wir deswegen hier durchkommen. Und in den nächsten Raum dürfen. Okidoki. Oh je, Fledermäuse, so viele Fledermäuse. Oh, kriegen wir all hin. Kriegen wir all hin. So, ja. Wir müssen am besten erstmal die Fledermäuse loswerden, weil ich glaube, wenn wir da irgendwie dann runterfallen oder so, wird's ungeil. Man die mit dem Ding trifft. Schwierig, wa? Aber mal gucken, vielleicht können wir hauen, wenn wir da hängen. Versuch's mal. Na, da war noch eine. Komm. Da war doch gerade noch eine. Ja, Bomben. Bomben sind schon mal gut. Mit Bomben können wir arbeiten. So, okay. Das ist, glaube ich, zu weit weg da hinten. Okay.
Oh, shit. Bitte einmal hoch, danke. Kann ich mich denn da auch fest dran haken? Nee, weil da schon was hängt. Ja, wie kommen wir jetzt wieder zurück? Ah, an dem Grasgedönse können wir immer. Ah, okay. Alles klar, alles klar. Grasgedönse geht sowieso immer. Das heißt... Also wahrscheinlich muss ich das auch erstmal drehen. Bevor man hier irgendwie sinnvoll weiterkommt. Weil weiter als so komme ich nicht. Ich könnte noch da runter wahrscheinlich. Aber von da aus komme ich, glaube ich, nicht dahin. Nee. Ah, doch, warte. Ich sehe da was. Let's try it again. Können wir das machen? So. Und dann ist nämlich hier so Gras. Ah, mal gucken. Okay, ich weiß nicht, was das bringt, aber... Upsala. Das ist schon mal gut. Kann ich hier... Da, ich komme noch höher. Alles klar, alles klar. Okay. Sind wir mal eine Ebene höher gekommen? Ob das jetzt sinnig ist, werden wir noch rausfinden, aber ich bin froh, dass ich das gefunden habe. Okay, lass uns erstmal hier durchgehen. Mal gucken, wo uns das hinführt. Ich sehe auf jeden Fall schon mal wieder einen riesen Blob. Oh, da hast du nicht mit gerechnet, wa? Da hast du nicht mit gerechnet. Oh. Kaputt gehauen. Gut. So, da. Geht auf jeden Fall was ab. Das heißt, wir brauchen hier einmal einen Bombenpfeil. Okay. Dann warten wir kurz, bis sich das beruhigt. Einmal raufklettern. Dankeschön. Und ab nach oben. Kommen wir auch hier durch. Hallo, na? Okay. Soweit, so gut. Dann können wir uns da einmal hochziehen. Wuppala. Und hier dürfen wir wahrscheinlich wieder ein neues Wasser irgendwie organisieren. Erstmal ihn hier. Und dann ihn hier. Okay. Soweit, so gut. Können wir da einfach durch die Tür? Nein. Ah, warte, da oben. Da sehe ich doch was. Da können wir uns einfach durch. Hoppala, wo sind wir nun? Erstmal nach oben klettern. Also ich höre schon mal Geräusche, die mir nicht unbedingt gut gefallen. Ist hier unten noch irgendwas versteckt? Wir gehen mal erstmal unten gucken, ob irgendwie unter Wasser irgendwas versteckt ist. Wir sind auf jeden Fall hier so Kaulquappengedöns. Scheinen aber nicht böse zu sein. Zumindest machen sie aktuell nicht. Bin ich erstmal zuversichtlich, dass sie uns in Ruhe lassen. Aber mehr als Kohle ist hier nicht. Na gut. Dann klettern wir mal wieder hinauf. Spiralieren erneut hinauf. Richtig scheiße, wa? Richtig scheiße für dich. Schlechten Tag erwischt. Schlechten Tag erwischt. Kommt da einfach so einer und klaut dir den Panzer weg. Oh. Hier müssen wir aufpassen. Go, 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 go. Schnell, bevor das Wasser kommt.
Das ist schon scheiße, ey. Aber ich bin glücklich, dass wir die endlich so einfach besiegen können. Das wurde ja dann doch irgendwann nervig. Okidoki, okidoki. Du. So. Oh, man spiraliert sich wieder so einen ab. Oh, schnell. Oh, je, je. Das muss auch ein merkwürdiges Gefühl sein, wenn jemand dir sein schützendes Dachhäuschen-Teil da einfach wegnimmt. Fies ist das. Bomben. Machen Sie mit Hilfe von bla bla bla. Weiß ich doch. Okay. So, dann wollen wir doch mal. Diesmal können wir uns direkt die Truhe da hinten holen. Wir müssen auf jeden Fall noch in den anderen Raum wieder. Da ist auch noch so eine Truhe. Die wir natürlich noch nicht gekriegt haben, weil wir seinerzeit ja den Enterhaken noch nicht hatten. Du erhältst den Kompass. Das ist doch schon mal schön. Jetzt sehen wir alle Schätze. Das heißt, wir sehen auch den Raum, wo wir das zurückgelassen hatten. So. Dann klettern wir einmal darauf und klettern einmal darauf. Habe ich da oben noch was gesehen? Ah, ne, da kommt dann gleich das Wasser raus. Okay. Wupp. Wasser geht raus. Dürfen wir wieder rutschen. Die Rutschparty wird allerdings diesmal etwas kürzer. Es sei denn, er kann springen. Nju. Schade. Ah, doch, es geht weiter. Alles klar. Wobei, da hätte man sich aber die Beine brechen können, doch. So. Ah, da hätten sich noch Kisten. Da müssen wir auch gleich mal gucken, was da noch abgeht. Machen wir erstmal das Türchen hier auf und damit lassen wir Wasser hinaus. Das ist schon mal gut. Kohle geht raus und hier sind komische Kisten. Okay, es waren einfach nur Kisten. Ohne Inhalt. War tatsächlich ziemlich langweilig, aber gut. Soll das halt so sein. Und dann machen wir uns auf wieder zurück. Wir sind vorhin von da, glaube ich, gekommen. Das heißt, wir gehen jetzt mal hier lang. Oder sind wir von da gekommen? Müssen wir mal gerade gucken. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich glaube, wir müssen jetzt mal hier lang. Aber hier waren wir definitiv noch nicht. Ich bin mir irgendwie ziemlich sicher. Okay. Ich weiß nicht, was man gegen diese Muscheln macht, muss ich gestehen. Aber wir haben das, was wir wollten und verpissen uns einfach wieder. Schwimm hoch! Du musst hochschwimmen! Warum schwimmst du nicht nach oben, Link? Weg von der Muschel! Jetzt musst du nur noch den Rand erreichen. Warum tust du es nicht? Tu es für mich, Link. Dankeschön. Weg von der Mauer! Weg von der Mauer! So, das hätten wir auch. So, es müsste sich ja hier alles drehen. Jo, es dreht sich alles. Das heißt, wir können nämlich jetzt dann nach unten. Erstmal gucken, ob es hier drüben noch irgendwas Sinnvolles gab. Da hinten steht noch so ein Typ rum. Hier stehen überall so Typen rum. Ja, tschüss. Er hat's versucht. Hi, na? Du siehst ja fies aus mit deinem Totenkopf-Dingens, Kirchenstar. Yep. Kohle geht weg. Was hat, da hinten ist noch eine Kiste, die Kiste ist wichtig. Kiste geht raus. Cool, Kohle.
So, jetzt müssen wir hier wahrscheinlich einfach nur nach unten wieder. Kriegen wir das irgendwie hin, ohne zu sterben? Ich könnte versuchen... Ah, wir machen das lieber. Wir machen das lieber richtig. Warte, nein. Spring mal darauf, so. Dann springen wir... darunter. Yo. So weit, so gut. Und nu? Vielleicht mit Glück kann ich mich da festhalten. Ja, können wir. Wir müssen es nur zeitlich gut timen. Du, du, du. Na komm, fahre her. Fahre her. Fahre er her. Wen brauchen wir dahin? Relativ schnell. Also wir fangen kurz bevor das unser Ding berührt, fangen wir an. Dann müsste das klappen. Also, so. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir irgendwo landen, wo es sicher ist. Das wäre mal ein Anfang. Und weg ist die Kohle. Das war total sinnvoll. Geil. Also, oh, scheiße. Falsch, falsch, falsch. Ach, Mist. Wollte ich doch gar nicht. Schöne Bombe verballert. Für nix. So, na? Geht das, 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 geht das. Oh, scheiße. Ach, Mist, die Kacki. Na, also. Das Blöde ist jetzt nur, hier sind diese blöden Fledermäuse. Wir müssen versuchen, das irgendwie hinzukriegen, ohne dass sie uns nerven. Geh mir nicht auf den Sack, Fledermaus. Geh weg. So. Komm ran, du. Komm ran, du. Fledermaus ist tot. So. Herzen brauchen wir nicht. Und durch die Tür. Mal gucken, wo uns das jetzt hinführt. Okay, der nächste interessante Raum. Irgendwas Unterwassermäßiges ist auf jeden Fall vorhanden. Dann kann man da rüber... Hier sind komische Platten an der Wand. Kann man sich da festhaken? Kann man da was mitmachen? Nö. Okay, wir gehen erstmal unter Wasser. Okay. Oh, so eine blöde Muschel. Muschel geht mir auf den Sack. Weil ich nicht weiß, was man mit Muscheln machen muss. Ich ignoriere sie einfach, weil ich keine Ahnung habe, wie man die besiegt. Scheiß Biester. Okay, den ersten Zwischenraum haben wir gefunden. Hier gibt es nur Geld. Und was ist da hinten? Nein, dann schwimmen wir. Nein, nicht tauchen. Nee, was machst du? Schwimm, schwimm, schwimm. Schwimm, schwimm, schwimm. Dann können wir da einmal hinschwimmen. Hier gibt's. Wahrscheinlich auch nur Geld. Kamen wir daher? Ja, das ist der Raum, wo wir herkamen. Da ist noch was. Da können wir, glaube ich, was sprengen. Ja, da können wir einen Durchbruch sprengen. Okay. Oh. Hi. Oh. Okay. Ein Bombenfisch hat sich hier aufgetan. Ja, Hahn, ich weiß Bescheid. Wir machen eben fix hier einen Break. Ich bedanke mich erstmal bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich immer gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gleich im nächsten Part wieder. Ich versuche mal, den Bombenfisch hierher zu locken. Hey, so. Ja, bis gleich dann. Tschüss, euer Blaufuchs.